Im Zeitalter der Gleichberechtigung von Mann und Frau machen Frauen Führerscheine und Männer lernen bügeln. Man kann ruhig darüber lächeln, doch komisch ist nichts dabei. Finden Sie nicht auch? Kein Meister fällt vom Himmel und auch das Bügeln, oder besser gesagt, gerade das Bügeln will gelernt sein. Pannen gehören zu diesem Geschäft. Und Hand aufs Herz, meine Damen, wem von uns ist das nicht schon passiert? Die Bügellehrlinge suchen keinen Ersatz für einen Skat- oder Kegelabend. Sie nehmen ihre Sache sehr ernst. Ich möchte hier das Bügeln lernen, denn das gewerbliche Hemdenbügeln wird immer teurer. Vor einem Jahr kostet das noch 90 Pfennig, jetzt 1,35 pro Hemd, und ich möchte lieber autark werden. Tja, wir sind zu Hause ein reiner Männerhaushalt, und nun habe ich mir gedacht, einer von uns muss wenigstens bügeln können, und dann bin ich so hergekommen, um eben bügeln zu lernen.